70% weniger Gewinn unter dem Strich hat Covestro im dritten Quartal erzielt. Das lag vor allem an der Automobilindustrie, hat das Unternehmen mitgeteilt. Der Umsatz sank um 15%, obwohl das Unternehmen eigentlich mehr Menge gemacht hat. Gewachsen ist Covestro vor allem in der Zulieferung für die Bau-, Möbel-, Elektro- und Elektronikindustrie. Und wenn das so weitergeht, dann wird das EBITDA zumindest in der Spanne zwischen 1,57 und 1,65 Milliarden Euro im nächsten Quartal liegen. Das ist zugegeben aber am unteren Ende der Spanne von 1,5 bis 2 Milliarden, die das Unternehmen zuvor ausgegeben hatte. Was sagt unser Kollege Michael Döpke vom Anlegermagazin Der Aktionär dazu? Nun, er sagt, Covestro ist in einem herausfordernden, hart umkämpften Marktumfeld unterwegs. Das weiß man, das ist kein Geheimnis. Die Spuren hatten sich bereits angedeutet. Und so waren die Erwartungen im Vorfeld extrem niedrig an die Zahlen. Er sagt aber auch, zuletzt habe sich das Chartbild aufgehellt. Und er sagt, zu der Aktie halten.